Damit herzlich willkommen zu Let's Play Age of Empires 2, die Kampagnen. Wir fangen jetzt mal mit den historischen Schlachten an, wie wir es vielleicht eigentlich hätten machen sollen. Wir fangen mit Tours an. Auch noch in der... Das ist schon, ich glaube, das ist schon Feudalzeit, Tours. 732 müsste schon die Feudalzeit mit sein. Ui. Oder zumindest die Anfänge. Ich bin mal echt gespannt, ob das wirklich nur Schlachten sind oder ob wir auch Basen bauen können. Ich hoffe doch, dass wir Basen bauen dürfen. Und ich bin Franke, das heißt Axtwerfer. Die auch eigentlich echt cool sind. Ich frage mich, ob es ein Intro gibt. Ja, du kannst glaube ich auch deine Spieler verpassen. Nee, kannst du nicht. Okay, dann starten wir einfach mal. Bestimmt Geschichte. Wer mag sich vorstellen, dass die Welt an solch einem schönen Herbsttag enden könnte? Doch der Sturm der muslimischen Reiter wütet noch immer durch Europa und hinterlässt eroberte Städte und zerschlagene Armeen. Die blitzschnellen Überfälle der muslimischen Reiter bezwingen zunächst Bordeaux und dann Poitiers, sodass vom Frankenreich kaum noch etwas zu schützen übrig bleibt. Und doch versammelt Karl Martell die entmutigte fränkische Armee zu einem letzten Gefecht vor der Stadt Tours. Die nach Anmut und Schnelligkeit ausgewählten arabischen Pferde rasen über die Vienne. Martells Ritter und Schwertkämpfer schleppen das Gewicht eiserner Rüstungen und bringen sich mit Mühe und Not zwischen die Muslime und die Stadt Tours. Aasvögel ziehen in Erwartung des Gemetzels ihre Kreise. Der Rest Europas verharrt in stiller Spannung. Denn dies ist der Höhepunkt der muslimischen Invasion und das letzte Bollwerk des christlichen Europa. Was ist mit dem Vatikan? Hat er auch versagt? Den gab's, da war damals nur Korruption. Aber die nee, haben dort das glaube ich jetzt zwar nicht, das ist wohl eher jetzt noch, aber der Vatikanstaat war damals richtig groß. Nein, hat er so viel Macht hat er nicht gehabt. Aber ich weiß Folgendes, die Franken haben gewonnen, die haben die dort niedergemäht. Es ist meistens so, dass du in Kampagnen die Partei spielst, die eigentlich gewonnen hat, wenn es eine geschichtliche ist. Ich meine nur geschichtlich, weil die Muslime sind auf Schnelligkeit und leichte Waffen gewesen. Und die Franken haben wir auf schwere Waffen, also schwere Rüstungen und alles. Und damit sind die Muslime nicht klargekommen. Das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass du mit einer schweren Rüstung eventuell Probleme hast, wenn du matschigen Boden hast, wie Sumpf oder sowas. Da kannst du tatsächlich im Nachteil sein gegen leichte Rüstung. Aber gerade dann dort damals. Also so Ebene, kannst du sagen, wo die gekämpft hatten. Frankreich, ja. Ich war noch nicht in diesen Städten. Ich war bloß in Paris in Frankreich und das war scheiße. Canet soll ja schön sein. Paris stimmt, das heißt ja Tour, weil das S ist wahrscheinlich stumm. Die haben ja so ganz komische Art und Weise. Die reden auch immer sehr viel, die Franzosen. Ich werde schon angegriffen, das ist schön. Wo bist denn du? Die Muslime rücken nur langsam voran. Doch bald werden sie die Welle von Tours erreicht haben. Ach, du bist hier. Poitiers ist bereits gefallen. Hol mal die Leute da. Gott, die kenne ich gar nicht. Hier ist ja alles voll mit. Ja, mit Schafen. Mit Schafen andere Schafe holen, das wird bestimmt funktionieren. Hier ist alles voll mit Schafen bei mir. Ich bin. Warte. Hier. Und ich habe eine Kathedrale. Ich sehe die Kathedrale und ich bin hier. Gut, tu alles, was du tun musst, um zu überleben. Wenn du irgendwie Menschen siehst, töte sie und iss ihr Fleisch. Nein. Ja, okay, dann halt nicht. Wenn du mir halt nicht helfen willst, dann hilf mir halt nicht. Ich habe eine ganz schön starke Armee, aber ich denke, ich bin Unterstützungseinheit. Die Mauren, oh ja. Ich habe Karl Martell. Nee, Karl Martell habe ich als Held. Okay. Meinst du, der hat Martell erfunden? Ich muss erst mal gucken. Mir jetzt egal, schlachtet jetzt mal irgendwas. Ich muss irgendwie an Leute kommen. Ich bin zwar... Ach, ich bin Feudalzeit. Ah. Sind wir beide. Ja, das war mir nicht klar. Schlachtet einfach mal irgendwas. Das geht mir jetzt schon auf den Sack, weil die jetzt hier aber die ganzen Gebäude angreifen und unterbrochen. Ja, du bist ja belagert. Ja, ich weiß. Was ist denn das für eine Belagerung? Ich habe ja gar nichts. Ach, schlachtet einfach irgendwelche Tiere hier. Und die dich retten, ey. Sag mal, geht's noch? Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott, nicht wahr? Ja, so nach. Moment, ich habe einen Marktplatz, aber ich sehe dich nicht. Das ist ja merkwürdig. Ich muss gucken auf. Wir müssen wir bei dir beschützen, Michelin. Was?
Deine drei Dorfzentren dürfen nicht kaputt gehen. Oh ja, ja, das stimmt, ja. Das sehe ich auch gerade. Nee, ich brauche Gold. Und ich muss gucken, dass ich möglichst an verschiedene Rohstoffe komme. Ich muss mich hier erstmal orientieren. Ey, das macht einen echt wahnsinnig, dass du... Oh, du bist angegriffen. Oh, du bist angegriffen. Das ist genau wie in Dawn of Man, was ich vorhin gesagt habe. Das geht hier. Bloß ist hier nicht ganz so schlimm. Die Kathedrale muss die überleben. Erbeuten Sie den maurischen Tross und bringen Sie ihn zur Kathedrale. Okay. Ich kann auf jeden Fall auf alles gehen. Warte mal, die haben... Was haben denn die? Die haben Kamelreiter und Ritter. Das heißt, wir müssen primär auf Speerträger gehen. Oder auch auf Ritter. Ich weiß gar nicht, ob ich... Ich müsste ja eigentlich auf Paladine gehen dürfen. Wo ist mein Stall? Ich habe noch gar keinen. Das ist ja auch schön. Andererseits bin ich eh noch... Befiederung. Oh Gott, dann sind die Türme wenigstens schon mal voll besetzt. Ihr macht mal weiter. Nee. Ja, gut, damit kann ich arbeiten. Was ist so? Was ist so, liebe? Gefäh, was ist so? Du fängst jetzt mal an, hier zu arbeiten. Dein Ripfi hat mich jetzt überfallen und mir ein Dorfbewohner gekillt. Ich kann nicht wahr sein, ey. Ja, damit musst du rechnen. Ich muss jetzt erstmal gucken. Also, die Wirtschaft hier ist echt. Dafür, dass das eine Stadt ist, ist die Wirtschaft echt kacke. Oh, ich werde schon angegriffen. Schon wieder? Ja. Ja. Ah, okay, meine Türme können soweit schießen, das ist gut. Dann mache ich mal die Türme als nächstes voll. Nicht genug Gold, aber ich arbeite dran. Erstmal muss ich überhaupt mit meiner Wirtschaft klarkommen. Kann man doch nicht raus, oder? Kannst du hier rausgehen? Nee. Gut. Dann muss ich jetzt mit der Holzwirtschaft anfangen. Ich mach erstmal die Tore hier zu, ja. Das geht mir aus dem Sack gelöst. Schneller Gold, bitte. Okay, wenn ihr dann fertig seid, dann fange ich mal mit Feldern an demnächst. Gut, hier ist beziehungsweise Stein. Ihr fangt Schön danach mit. Hier mit Holz an. Ich habe ein bisschen Stein bei mir in der Festung, aber das war's dann auch schon. Ich habe ja außerhalb mit Stein, das muss ich auch erstmal dicht machen. Jetzt zerstört langsam meine Häuser alle. Bitte, Lein, kannst du die Stellung noch halten? Ja, nee, das ist kein Problem. Ich verstehe aber nicht, warum wir uns nicht sehen. Ich bin Unterstützung. Ich muss dich erstmal treffen, damit wir so schnell. Yes, es könnte sein, dass es irgendwie geskriptet wurde. So, fang mal an. Halt die Stadt. Dann macht ihr das jetzt. Ja. Bleib mal hier, da ist ja noch ein Schaf. Ist noch mehr Speerposten. Hier ist Hafen. Ja, die rücken wirklich langsam vor. Das Ding voll, da passen noch zwei rein. Hilf mal mit. Muss ich gucken, dass ich langsam Richtung Felder umschwenke. Und ein bisschen Zeug raushole. Hier kommt Holz rein, das ist gut. Dann kann ich mich langsam anfangen. Vielleicht kann man auch anfangs die Felder draus nutzen, aber das wäre mir echt zu gefährlich. Ja, bei mir war es so, die Felder waren zwar drin, aber meine Eingänge waren alle offen und die Idioten sind auch durchgestürmt. Ja, das sollte ich vielleicht auch mal alles schließen. Ich sehe schon kommen, dass dann irgendwas Blödes passiert sonst. Das ist ja bei mir passiert dadurch. Ja, das ist Nummer 5, dann machen wir diesen Turm jetzt als nächstes voll. Ich muss erstmal meine Wirtschaft hier im Innern hinkriegen, tatsächlich.
Aber jetzt langsam läuft sie an. Ich besetze jetzt erstmal die Türme, dass die mir nicht auf den Sack gehen können. Und dann fange ich an, in die höhere Zeitalter zu gehen. Ja, die greifen halt hier die einzelnen Felder an, tatsächlich. Aber es ist lieber so, als wenn sie mir so richtig auf den Sack gehen. Die Türme haben voll besetzt auch eine gewisse Kampfkraft, tatsächlich. Die sind teilweise aber schon sehr nah. Das heißt, ich muss jetzt langsam mal zur Pötte kommen. Oh ja, oh, die haben Ritter, okay. Ist aber nicht so schlimm, ich gucke dann gleich mal, was ich bauen darf. Da hätte ich, glaube ich, zugemacht. Ach nee, wir haben wieder ein Cap auf 100 Leute. 100 Leute wieder? Ja, ja, wir dürfen nicht mehr als 100 Leute haben. Das heißt, ich muss jetzt langsam gucken, dass ich weniger Dorfbewohner kriege, so Stück für Stück. Das ist erledigt, gut. Gut. Ah ja, da kommen sie. Hey, haben die 4 Rüstung. Ich muss in die nächste Zeit. Oh, die Ritter haben sich, die sind schon voll ausgebildet. Da kann ich noch nicht viel gegen machen. Warum nicht? Nee, meine Pfeile machen kaum Schaden tatsächlich. Weil die halt schon, die haben halt schon die ganze Rüstung da drauf. Die sind halt, ja, die sind auch schon Ritterzeit. Wundert mich nicht. Und ich habe ja noch normale Bogenschützen, nicht mal Armbrustschützen. Also das nächste Ziel. Zeitalter. Da ist die Schubkarre. Ah, ich darf wenigstens auf Scheffler gehen. Ich müsste eigentlich auf Paladin gehen. Ah, da kommen die Berber noch dazu. Und ich hole mir jetzt noch ein paar extra Bogenschützen mal raus. Ne, wohl erstmal besetzen. Und dann hole ich mir extra Bogenschützen. Jetzt sehe ich dich, Wichtelein. Ah ja, wieso denn das mit einmal? Ah, du hast Axtwerfer, cool. Ich gehe aber auch gleich in die nächste Zeit. Ach, die sind noch nicht mal in der Ritterzeit gewesen. Oi, oi, oi. Okay, ihr zieht euch mal zurück. Oh, oh, sie kommen rein. Oh. Nein, kämpft gegen die Speer, ihr schafft das. Oh, jetzt greifen die echt meine Türme an hier. Aber es ist okay, damit komme ich schon klar. Im Zweifelsfall kann ich gegen reparieren. So schnell kriegen sie die Welle nicht kaputt. Bisschen hässlich ist es schon. Ich hole jetzt immer mehr Bogenschützen hier dazu. Oh, was ist das denn? Ramayan Al-Jaffi. Keine Ahnung, nie von dem Typen gehört. Muss irgendein Neger sein. Ein Held oder was? Ja, ja, ein Held. Helf mal kurz. Das sind Türken.
Tor, weil die unten haben eine ganz schön andere Tor. Ja, ja, ich weiß. Hey, der ist verschwunden. Feiglinge sterben in Schande. Ich gehe aber jetzt Ritterzeit gerade. Reparier mal mit, sonst kommen wir nicht klar. Geht doch alle hier hin, oder? Ach, hier unten wird er auch angegriffen. Na, ist aber nicht so schlimm. Solange ich noch gegen reparieren kann, ist alles gut. Das sind die ganzen Bogenschützen. Ich habe die irgendwo anders hingeschickt aus Versehen. Gut, reparieren wir das. Das sieht ein bisschen kaputt aus. Gut. Jetzt werde ich euch sowas von töten. Ballistik bitte und Mauerhandwerk. Oh, scheiße. Ja, das könnte hässlich werden. Jetzt kommen sie mit Rammen. Ernsthaft? Ja, ja. Schießt die da weg. Ihr alle, helft reparieren. Und die sind drin. Ernsthaft? Yep. Alle Mann auf die Barrikaden. Ah, ich hab jetzt als Dritter leider. Oh, die zerfetzen meine Türme halt. Ach, auch noch Skorpione. Die zerstören meine Dorfzentrum. Ich glaube, das kann ich nicht verhindern. Das muss ich anders angehen. Ja, das haben wir verloren. Das, beim nächsten Mal bin ich besser vorbereitet, da weiß ich, was passiert. Die Muslime haben eines unserer Ortszentren zerstört. Jetzt wird ihnen auch der Rest der Stadt also anheimfallen. Haben wir jetzt verloren oder nicht? Ich hab Unterstützung gewesen. Ja. Das kriegen wir hin. Das ist nicht so schlimm. Ich muss nur vorher wissen, was auf mich zukommt. Ach du Scheiße. Ich dachte mir schon, dass. Ich hab's jetzt nicht angeschaut, aber ich glaube, die haben sehr viel. Ich gehe nicht an, aber ich guck's mir mal einfach an. Ich rechne damit, dass die einfach sehr viel haben. Eingeladen. Bei mir. Wichtelein, wenn wir Glück haben, kannst du die einsperren. Also aussperren. Weißt du wie? Nö. Ist egal. Nimm erstmal an und sag mir's dann. Ich muss eigentlich nur rechtzeitig. Ich muss eher auf. Defensive gehen. Ich muss in die Ritterzeit kommen, damit ich eine Burg habe da vorne. Eigentlich könnte man das ganz anders klären. Nimm einfach erstmal an und sag mir's dann. Ehe hier ein anderer versucht reinzuspringen. Das Ding hat insgesamt 3 Übergänge. Mhm. Also, das ist ein riesiger Fluss, wo 3 Übergänge sind. Mhm. 3 Übergänge müssen gesperrt werden. Ich glaube aber, ich muss trotzdem erstmal in die Defensive gehen, weil sonst habe ich keine Chance. Das wird das dann zumachen können, dort in der Ruhe ist. Ja, dann später, aber jetzt am Anfang wird das noch nicht gehen, denke ich. Ich habe jetzt hier erstmal eine Verteidigungslinie und ich kann auch noch keine einzige Burg oder sonst was bauen. Und wenn ich dann konzentriert alles am Anfang habe, ich habe auch keine Soldaten und gar nichts. Mhm. Also ich stehe gerade jetzt echt blöd da am Anfang. Ich habe zwar anfangs was, aber wenn ich dort versuche, zu dir sofort zu kommen, habe ich ein ernstes Problem. Ja, das dachte ich mir schon. Die Muslime rücken nur langsam voran. Doch bald werden sie die Welle von Tours erreicht haben. Poitiers ist bereits gefallen. Alle auf die Schafe, mir scheißegal, wie viel jetzt geschlachtet werden von den Viechern. Da brauche ich später den Platz. Also wie gesagt, ich muss jetzt unbedingt auf Zeitalter zuerst gehen. Baut es bitte erst fertig.
Ich frag mich eh, kann man Helden auch bekehren? Ich glaube nicht. Wäre aber schon lustig. Ja, eigentlich sehr lustig, das stimmt schon. Ich glaube nicht, dass es geht. Das habe ich mich damals gefragt, als der eine dich angegriffen hat. In der einen Saladin-Mission. Was ist, wenn wir den einfach... Ja, gleich am Anfang. Da habe ich mich echt gefragt, was passiert, wenn du den Typen einfach übernimmst. So, jetzt gucke ich, dass ich Holz krieg. Dann gucke ich, dass hier die Schafe alle verschwinden. Schafe sind nämlich meine natürlichen Feinde, weiß doch jeder. Du schlachtest jetzt nicht noch extra ein anderes Schaf, wenn hier schon etliche geschlachtet sind. Oh, erstmal Gold. Und dann mache ich Felder. Also sie greifen ja prima hier unten an, von daher... Die kommen von dort unten alle, die... Ja, ja. Richtelein, der eine ist... Ne? Hier. Und der andere ist hier. Deshalb. Hm. Kann ich das nämlich ganz... ist jetzt trotzdem drin. Alles voll. Nach Möglichkeit. Mehr Holz bitte. Ich bin gerade dabei, Holz zu machen, wie verrückt. Ne? Holzer. Und danach gehen wir auf. Ich meine, ich habe drei Dorfzentren, die sollte ich vielleicht auch entsprechend nutzen. Ja, eigentlich ja, du hast ja die Vorteile dafür. Ja, ich habe Schafe hier am Anfang gekriegt und dann muss ich jetzt einfach echt gucken, dass ich die auch wirklich... Okay, es darf kein einziges draufgehen, das heißt, ich brauche auf jeden Fall die Burg. Stück für Stück von Schafen auf Feld, damit ich eine Menge Geld krieg, Menge Zeug krieg. Ich brauche noch ein bisschen. Du kannst auch Holz machen, bitte. Macht mal schneller Holz. Dorfidylle freigeschaltet. Was hast du? Dorfidylle. Das kriegst du, wenn du 1000 Felder hast. Also insgesamt 1000 Felder angelegt. Und ihr macht schön fleißig Holz, dann muss ich auch gucken, dass ich möglichst schnell auf Ritter kann. Ja, die sind jetzt schon ganz gut ausgerüstet, tatsächlich, die Feinde. Ich muss erstmal Lebensmittel herstellen. Also bis zu den Rambücken ging es eigentlich tatsächlich bei mir. Das dachte ich mir schon. Und ich stelle gerade fest, dass ich hier einen toten Winkel habe. Den hier die ganze Zeit jemand einschlägt. Das finde ich kacke. Hör auf damit. Okay, Holz sollte erstmal reichen. Nee, reicht nicht. Ihr alle. Oh, habt ihr schon abgegeben? Alle aufs Holz. Ist es nicht schön, wenn das ein stehendes Ziel ist und die trotzdem manchmal daneben schießen? Ja, das ist immer so lustig. Da denkst du dir immer, Ziel Wasser, wo bist du? So, noch ein... Mehr Stein. Ich bin jetzt kurz davor, dass ich meine Wirtschaft habe. Okay.
Was ist so? Was ist so? Ah, sie ist schon sehr nah. Bei dir oder was? Mhm. Ich kam schon hier vorne an, tatsächlich. Dauert nicht mehr lange, dann werden sie wieder mobil machen. Wenn ich es in die Ritterzeit schaffe, dann wird's cool für mich. Ich lasse jetzt erstmal so. Habe ich schon den Goldbergbau gemacht? Nö, natürlich nicht. Warum auch? Fiederung habe ich, das ist okay. Schneller bewegen wäre nicht schlecht. Du hast jetzt erstmal Nahrung gespart. Du baust mir jetzt mal zwei Ställe, weil die werde ich brauchen. Ja, ich muss hier auf jeden Fall auf Ritter gehen. Bogenschütze am Anfang mögen zwar helfen, aber ich brauche auf jeden Fall Ritter. Okay. Lass dich doch. Gut, die Schubkarre, sehr schön. Ich mache jetzt mal was Verrücktes, ich kaufe mal Nahrung ein. Die KI kauft Holz, verkauft Holz. Die holen gerade Gold. Soll ich wieder weg? Ja, jetzt geht's hier los. Alle Mann raus. Hier rein. Das geht nicht so ran. Diesmal habe ich anders gearbeitet, diesmal habe ich überall Steinmauern gebaut und nicht Palisade. Das ist mies, was ich gerade mache. Ich halte den gelben gerade ein bisschen auf. Das ist gut. Das und das hätte ich gern noch. Oh, repariert mal das Tor. Das hat ein paar Beschädigungen. Ich greife gerade Grünkraut ein bisschen an. Also ich tue die gerade hier. Achso, ja. Wer sind eigentlich die fränkischen Dörfer? Das sind ja die deine Vororte, Lichtelein. Nö, die gehören alle mir. Ich habe nämlich gerade so ein Tor gerade, wo die immer angreifen. Ich brauche jetzt gleich die Burg. Komm schon, Ritterzeit. Seh dich gerade wieder. Oh ja, stimmt, jetzt bist du auch aufgedeckt. Ritterzeit, wir brauchen dich. Oh, ich brauche bloß 488 für eine Burg. Alle Mann diese Burg bauen. Ich halte die in den Bereich hier gerade ein bisschen fest. Ja. Ich werde mal dicht machen hier. Mhm. Ah, jetzt kommen die Grünen dazu, die Mauren. Ach stimmt, das sind ja bloß die Berber bisher. Einmal Armbrustschützen bitte, zum Mitnehmen. Los, Burg. Uni. Ah ja, brauche ich bei Gold auch viel Essen. Ah, das wird jetzt langsam wieder. Ah, da kommt wieder der Held. Ach, der hat unser Held. Das ist auf das Hand, nämlich schon was. Ja, ich sehe schon. Soll ich ein bisschen die Unterstützung checken, Kreuz? Wäre tatsächlich nicht verkehrt. Ich habe nämlich nur drei Ritter. Ich wollte gerade fragen, bei dir. Ich weiß. Mensch, der Scheißgründe geht mir auf den Keks. Aber wir sterben, los, wir sterben.
Schieß mal auf die anderen Einheiten hier. Der ist jetzt drin, bei dir im ja, Stadt. Ich hab's gemerkt. Nein, ich meine es anders. Ich meine den Held, ja. Ach, ich wollte gerade sagen, du bist der Blau. Du bist der Blau, Gott sei Dank. Ich wollte gerade sagen, scheiße. Nein, der Held ist gerade gestorben, der Berber. Der ist ja, ist okay. So, aufgeräumt. Ja, bleib am besten hier. Drinne. Ja, bleib am besten hier in der Nähe. Ich hol jetzt mal ein paar Priester. Das wäre nett. Okay, wir haben es tatsächlich für den Anfang geschafft. Bisschen Goldbergbau. Jetzt muss ich nur gucken. Oh, ja, schön. Wir sind schon Imp. Das wird hässlich werden. Und Mauerhandwerk. Ja, Pferdehaltung wäre ganz sexy. Ich habe jetzt gar keine. Doch, ich habe tatsächlich noch eine. Ey, ich kann die drei Felderwirtschaft machen. Später. Habe ich noch? Oh ja, stimmt, hier ist noch was. Jetzt kommen sie unten. Warte, die Tore sind zu. Nein, ich gehe ein bisschen weg, habe ich gesagt. Ach so. Ja. Die werden da durchkommen, glaube ich. Achtung, Skorpione. Skorpione fallen. Ja. Pass auf, die Skorpione kommen rum. Du kannst sie kriegen. Du kannst die Skorpione holen. Ich baue jetzt hier überall Burgen hin. Gelb noch dazu. Jetzt haben sie keine Chance mehr.